Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4, der 100 Baby Challenge. So, meine Lieben, Eleanor hat abgespült. Das bedeutet für uns, wir werden heute in die Disco gehen sozusagen. Und das machen wir jetzt. Yay! Dann können wir nämlich unsere Tanzenfähigkeit noch verbessern. Wir können die Gruppe wieder einladen, können dann mit den Gruppenmitgliedern nochmal drüber sprechen. Ich wollte jetzt nicht mit allen reisen. So, Haus der Gezeiten, hier, da gehe ich hin. Ich würde gerne meine Gruppe mitnehmen. Genau, hier die Gruppenleute, die nehmen wir mit. Und dann können wir da abfeiern. Partytime. Das mit Babybauch. Ist eigentlich kein gutes Vorbild, ne? Also, man sollte eigentlich nicht mit einem Babybauch feiern gehen, finde ich. Oder wenn, dann sollte man vielleicht nicht Alkohol trinken. Das ist nicht gut. So. Egal. Eleanor wird jetzt abzampeln auf der Dancefloor. Quatsch. Auf der Tanzmatte. So, Dancefloor, wie auch immer. So, erstmal werde ich jetzt hier noch die beiden anderen, die neuen, befragen, wie sie unsere Gruppe finden. So, und du da? Dich habe ich eigentlich, glaube ich, gefragt, ne? Den habe ich schon gefragt, nee. Hä? Die sehen sich alle so ähnlich, oh mein Gott. Boah, der Axel, das ist aber auch ein Schnuckelchen, wa? Der Axel hier. So, wie findest du die Gruppe, hä? Hey, ich hab dich gefragt, wie du die Gruppe findest. Ich wollte jetzt hier nicht mit dir rummachen. So, Gruppe reden. Komm jetzt. Haben wir es jetzt geschafft? Ah, okay, jetzt. Jetzt konnten wir endlich über die Gruppe reden. So, jetzt muss ich nur noch hier den Typen fragen, wie der die Gruppe findet. Reden über die Gruppe. Oh, hallo, wieso hat die das jetzt abgebrochen? Reden über die Gruppe. Danach gehen wir hier tanzen. Ja. Yeah. Das wird toll. Das wird so toll. Und hier unten sind Schränke. Falls man meint, was machst du in dem Schrank? Kommt da noch jemand raus? Nö. Hat er sich im Schrank versteckt oder umgezogen? Ich weiß es nicht. So. Hat sie das immer noch nicht gemacht? Doch. Sie ist gerade dabei. Sehr gut. So, dann tanzen jetzt. Hä, wieso zählt es nicht? Ich hatte ihn nur noch gar nicht gefragt. Hä? Also eigentlich hatte ich ihn noch nicht gefragt. Ach so, das sind nur 4. Aha. Da ist der Fehler. Das Problem ist nur, hier passt ja noch einer rein. Ui, das habe ich gar nicht gesehen, dass da noch einer reinpasst. Wen nehme ich denn da noch? Knuddelrund. Ja, komm rein, Knuddelrund, ey. Wieso heißt der Knuddelrund? Das ist ja geil. Egal, wir werden jetzt hier weiter abdancen. Hey, du komischer DJ. Mach doch mal, hier, Groovin. So, wir zappeln hier ab. Willst du nicht mal hier ein paar Moves präsentieren? Komm, den Pump-Bob-Eimer. Sie hat nämlich schon ein Level gekriegt in dem Part, in dem ständig alles so gehakt hat und nicht weiterging, hat sie plötzlich ein Level gekriegt. Obwohl sie ja gar nicht wirklich getanzt hat, weil sie sich ja nicht bewegt hat. Aber naja. Eine traurige SMS verschicken. Okay, das machen wir. Wir verschicken eine traurige SMS. Es ist aber keine traurige SMS.
Wie verschicke ich denn eine traurige SMS? Ach hier, traurige SMS schicken. An Palina. Wir sind hier in der Disco und verschicken traurige SMS. Alles klar. So, jetzt hört mal auf hier. So, ich will mir noch hier die neue Musikrichtung wünschen. Ach, da kommen wir anscheinend gar nicht dran gerade. Und jetzt machen wir den Plumbot hier, oder Plumbob. Naja, wie auch immer. Pumpbob, genau. Yeah, sie geht voll ab hier, unsere Eleanor. Level 3 erreicht der Tanzfähigkeit. Eleanor kann jetzt den Tanzschritt weiches Knie auf der Tanzfläche präsentieren. Zudem hat Eleanor eine tragbare Tanzfläche in ihrem Inventar erhalten, die sie überall mit hinnehmen kann. Wie cool ist das denn? Ist sie jetzt echt hier drin? Da, tatsächlich. Oh Gott, Eleanor, was machst du? Die bricht sich gleich noch ein Bein beim Tanzen, ey. Ach, guck mal, das finde ich cool, dass sie sowas machen können. Wie kann ich das machen? Ich will das auch machen können mit dem Handy. Ich schau mal zu bei dem DJ. Ja, wir schauen alle zusammen zu. Ich glaube, die machen das, wenn die zuschauen, ne? Dann machen die das, glaube ich, automatisch, oder? Bin mir nicht so sicher. Aber ich glaube schon. Ihr gefällt es auf jeden Fall. Meine Güte. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal den neuen Move an, den sie jetzt machen kann. So, Move präsentieren. Weiches Knie. Och nö. Dann hörst du halt erst auf und dann Move präsentieren, weiches Knie. Ja, jetzt geht's. Ja, geh mal weg da. Ich brauch die ganze Tanzfläche dafür, Mensch. So, und jetzt los, Eleanor. Ja, cool. Das sieht einfach mega cool aus. Aber Gruppentänze können wir leider zurzeit gerade nicht machen, ne? Die sind echt sehr schwer zu machen. Könnten höchstens noch zusammen tanzen machen. Aber ich finde auch, die Tanzfähigkeit levelt sich echt sehr schnell. Muss ich schon sagen. So, wo sind denn meine Gruppenmitglieder hier? Ja, da kommen sie alle. Da hinten steht er. Er ist ganz einsam am Tanzen. Er ist immer noch beschämt. Yeah, sehr cool, Eleanor. Du rockst voll die Bühne hier. Yeah, Level 4 der Tanzfähigkeit. Eleanor beherrscht einige neue Tanzschritte und kann jetzt Leuchtstabdrehungen auf der Tanzfläche präsentieren. Na, das will ich sehen. Leuchtdrehungen. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Leuchtdrehung, Leuchtdrehung. Jetzt müssen erstmal wieder alle weg. Los, weg mit euch. Ich mache jetzt hier meine Leuchtdrehung. Oh, das wird bestimmt jetzt cool aussehen. Yeah. Oh Gott. Wie sie das kann auf einmal. Sehr cool. Das sieht auf jeden Fall mega cool aus mit diesen Leuchtstäben. Sie ist hier echt voll die Dancing Queen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Yeah. Los, himmelt mich an, Leute. Oh, was ist hier? Ich habe gehört, dass an den Klippen gerade eine verrückte Party steigt. Sollen wir mal vorbeischauen? Inselklippe.
Annehmen und Sims zum Mitreisen auswählen. Na klar, wir nehmen meine Gruppe mit. Gruppe. Juhu, eine Party nach der nächsten. Also das finde ich sowieso am coolsten, dass man endlich wieder selbst eingeladen werden kann zu einer Party. Das ist schon sonst ein bisschen blöd gewesen, wenn man immer nur selbstständig eine Party schmeißen musste, aber nicht mal eingeladen wurde oder so. Oh Gott, er heult total. Was ist? Hast du Hunger? Ja, da müssen wir mal gucken. Hier vorne steigt auf jeden Fall die Party und wir können uns ja hier mal was zum Essen bestellen. Wie wär's mit einer Currywurst? Oh, da kriegen sie alle schon das Essen. Die haben sich bestimmt auch alle eine Currywurst genommen. So, und dann bestellen wir uns natürlich auch gleich noch ein Getränk. Hier hast du deine Currywurst. Bitteschön. Oh, das sieht aber gut aus, was du da hast, Eleanor. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, wir bestellen uns auch noch ein Getränk. Lieblingsgetränk bestellen. Hm, was ist denn dein Lieblingsgetränk? Yalik from Doba. Steve. Marks. Oh, die können sich nicht leiden. Wo ist denn jetzt ihr Lieblingsgetränk? Smeargol. Wieso kannst du dein Kind nicht leiden? Wie die alle so davor stehen und so ganz schüchternen Blick plötzlich kriegen und dann so sagen, ja, hallo, eins bitte. So, aber wo ist denn mein Getränk geblieben? Ah, ich bestell einfach irgendein Getränk. Komm, wir nehmen Creme-Cola nehmen wir. Oder zischt wie... Oder Malzbier-Float. Malzbier-Float? Hm. Ja, komm. Wir nehmen das. Das ist gut. Kriege ich denn jetzt auch mein Getränk? Sehr schön. Dankeschön. Wir sind auch gerade fertig geworden mit Essen. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach jetzt hier wieder zusammen tanzen. Dann haben wir wenigstens was zu tun. Wir wollen doch auch so ein cooles Party-Feeling haben, oder? Ach Gott, er ist am Pennen. Wieso pennst du im Gras? Also tanzen mit Gläsern in der Hand kann sie anscheinend... Hallo? Das war aber eine kurze Party, wenn er jetzt geht. Ich werde keinen neuen anheuern. Nö, das mache ich nicht. Nö, nö. Ach, da ist schon wieder ein neuer. Ja, los hier, gib Gas! Eieiei. Ach Gott, wieso bist du denn so traurig, Eleanor? Schnapp dir den da. Komm hier. Oder ihn hier. Nee, den kennen wir noch nicht. Hier, den Markus, den kennen wir. Komm, wir fragen ihn einfach mal ganz dreist, ob er mit uns in den Busch will. Ach, das geht gar nicht. Okay, wir brauchen aber jetzt jemanden für den Busch. Hier, wir werden jetzt das Alien nehmen. Der ist auch gerade sehr traurig. Warum auch immer. So. Und er kann uns wieder nicht leiden, alles klar. Mit irgendjemandem will ich jetzt da in den Busch Nickerchen machen. Ih, der ist schon bestäubt worden. Ih, dann wollen wir da doch nicht in den Busch. Okay, wir wollen doch nicht in den Busch. Wir bleiben einfach hier und tanzen weiter. Das ist vielleicht dann doch gut. Oder besser vor allem. Ich bin froh, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Ja, alles klar, Smeargol. Oh Gott, er ist so böse am Lachen. Mein Gott, ich habe ihn so böse gemacht. So, wartet mal, was müssen wir jetzt eigentlich noch machen? Mit 5 Gruppenmitgliedern reden. Ach so, da könnte ich eigentlich meine Gruppenversammlung hier starten. So.
Gruppe von Mitgliedern wurden benachrichtigt und sind auf dem Weg. Ja, hoffentlich. Ich muss noch den Knuddelwuddel, den Knuddelrund, den muss ich ja noch zur Gruppe befragen, Mensch. Wo bleibt denn der Knuddelrund? Ah, da kommen sie angerannt. Hier ist der Knuddelrund. Knuddelrund. Hallo, Knuddelrund. So, ich werde ihn direkt mal zu unserer Gruppe befragen. Und dann haben wir das nämlich auch geschafft. So, der Rest wird ja bestimmt dann auch nicht mehr allzu schwer. Ich glaube, ich mache mal wirklich noch die Tanzen-Dings da mit rein, dass wir halt gerne tanzen gehen sozusagen. Wo war denn das nochmal? Hier, tanzen. So, dann kriegen wir nämlich noch mehr Punkte. Yeah! Und jetzt alle zusammen tanzen hier. Und dann werde ich mir auch mal diesen Gruppenvorteil holen, dass wir das Tanzen schneller erlernen. So. Wir sind tanzwütig. Und Klamotten und so werden wir uns auch noch holen. Ja, da hinten ist ein Busch. Geh doch in den Busch. So. Eine Gruppe mit 8 Sims leiten. Ja, okay, da müssen wir die 2 auf jeden Fall noch freischalten. Und dann geht das. Aber so können wir auf jeden Fall jetzt hier reichlich Punkte verdienen, wenn wir das Tanzen mit drin haben. Juhu, alle tanzen. Los, meine Gruppenmitglieder, ihr müsst tanzen. Tanzt so viel, wie ihr noch nie getanzt habt in eurem Leben. Bis die Party vorbei ist. Ich würde ganz gerne wirklich mal so einen Gruppentanz machen, aber ich glaube, dafür ist die Tanzfähigkeit bei denen halt noch zu niedrig wahrscheinlich. Aber das macht ja nichts. So, ich muss mal gucken, was kostet denn so ein Erweiterungsding hier? 250. So, dann haben wir das schon mal. Dann können wir noch jemanden einladen. Wen nehmen wir denn da? Tja, wir haben schon so viele Typen gehabt. Das ist das Problem. Das ist echt das Problem. Peter Kuchen hatten wir, glaube ich, auch schon. Jonas Weber hatten wir auch schon. Wir brauchen echt mal neue Typen hier. Bekannte. Fabio Schmitz, den hatten wir auch schon. Liebschaften. Da haben wir schon echt viele gehabt. Wir haben zu viele Liebschaften gehabt. Okay, ich nehme jetzt einfach mal den hier, den Lukas Huperts. Dann haben wir das auch schon mal. Dann fehlt nur noch einer für die Gruppe und dann haben wir das. Aber dafür brauchen wir jetzt noch irgendwie 300 Punkte oder so. Glaube ich, waren das, oder? 500 sogar. Okay, 500 Punkte brauchen wir dafür. Kann ich denn jetzt mal mit jemandem Techtelmechtel machen? Nö. Wir verdienen auf jeden Fall ganz viele Punkte hier. Techtelmechtel im Busch machen. Komm, das machen wir mal. Das gibt bestimmt auch Punkte. Außerdem ist er, glaube ich, gerade gar nicht mehr... Oh Mist, er wird gerade bestäubt. Okay, dann machen wir doch lieber nicht Techtelmechtel im Busch. Machen wir hier unsere Tanzparty einfach weiter. Wir tanzen, bis die Füße qualmen. So, was haben wir denn hier? Spezialeffekte. Alles an, alles außer... alles aus. Nur Nebel, nur Laser. Na gut. Gut, okay, meine Lieben. Dann würde ich an der Stelle mal sagen, ich mache jetzt nun mal wieder einen Cut. Und ja, im nächsten Part sehen wir uns dann natürlich wieder. Was allerdings noch ein wenig dauern wird, auf jeden Fall. Oh Gott, er hat sich ins Auge geschlagen. Oh Mann, wie peinlich. Gibt das jetzt auch Punkte?
Also wir kriegen auf jeden Fall die ganze Zeit Punkte. So viel ist schon mal klar. So, dann aber jetzt wirklich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!